Hi, mein Name ist Luca und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein etwas anderes Thema. Es geht nicht um Operationen oder so, sondern ich möchte heute über das Thema Beziehungen während einer Transition sprechen. Ich habe ja schon mal ein Video zum Thema Dating als Transmann gemacht, aber heute soll es wirklich nicht um Dating gehen, sondern wirklich um feste Beziehungen. Einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin und auch selber die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man in einer Transition ist oder auch am Anfang steht und auch eine feste Beziehung hat, dann kann man vor ein paar Herausforderungen stehen. Und über dieses Thema möchte ich einfach heute mit euch sprechen. Und ich habe auch 5 Tipps vorbereitet, die ich euch in diesem Video mitgeben möchte. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Let's go! Also, warum ist dieses Thema überhaupt so wichtig? Beziehungen während einer Transition? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schon Unterschiede gibt, einfach aus dem Grund, dass es ja anders ist, wenn man sein Leben einfach so lebt oder ob man gerade eine Transition macht oder vor einer Transition steht. Dann hat man ja selber auch sehr viele Herausforderungen und das Ganze kann natürlich auch eine Beziehung beeinflussen. Vor allem, weil man ja auch oft, also kommt natürlich darauf an, was für eine Beziehungskonstellation man hat und so, ne? Aber ich würde mal sagen, meistens wird es wahrscheinlich so sein, dass Partner oder Partnerin einen unterstützen wird und das bedeutet, dass die Person einen begleitet und das macht natürlich einiges etwas anders. Und ich glaube, der größte Problempunkt, es muss nicht ein Problempunkt sein, aber es kann so ein gewisser Struggle sein, ist so die Aufmerksamkeit. Denn in einer Beziehung sollte ja alles ein bisschen ausgeglichen sein, ne? Also, dass man Aufmerksamkeit gibt, aber auch Aufmerksamkeit bekommt. Auch die Bedürfnisse, also dass man gibt und auch nimmt und auch bekommt. Und das Ganze muss einfach ausgeglichen sein. Wenn man jetzt aber eine Transition macht, dann hat man einfach sehr viele Herausforderungen, vor denen man steht. Und es geht auch viel um einen selbst, denn man muss einfach viel bewältigen, ne? Also sagen wir mal, ja, man muss eine Therapie machen, ne? Man muss Anträge stellen, man hat eine gegengeschlechtliche Hormontherapie, die auch krasse Veränderungen hat für den Körper. Es verändert sich auch viel mit einem selbst, mit dem Körper. Diese ganze Hormonumstellung, dann diese ganzen Operationen und ich spreche wirklich aus Erfahrung, ich habe ja schon auch 11 Operationen hinter mir und auch in dieser Zeit, das waren viele Jahre, hatte ich auch verschiedene Beziehungen, ein paar ernstere, ein paar weniger ernstere und ich glaube, deshalb kann ich da schon so ein bisschen aus Erfahrung sprechen und habe da auch verschiedene Erfahrungen gemacht. Man beginnt diesen Weg zu gehen und ist meistens sehr euphorisch und kann es gar nicht erwarten und es öffnet sich auf einmal eine ganz andere Welt für einen, ja, also wenn man selber trans ist und sich geoutet hat und den Weg beginnt, dann glaube ich, weiß man, wovon ich gerade spreche und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man keine Transition macht. Und ich glaube, genau dieser Punkt Aufmerksamkeit geben ist so ein Punkt, was eine große Herausforderung sein kann, wenn man in einer Beziehung ist. Ich war damals auch in einer Beziehung, als ich mich geoutet habe und wir waren auch noch länger zusammen, ne, als die Transition dann auch schon losging. Deshalb möchte ich einfach euch ein paar Tipps mitgeben und dann glaube ich, wird dieses Thema auch noch mal so ein bisschen deutlicher. Und wie schon vorhin gesagt, ich habe 5 Tipps vorbereitet, die ich euch jetzt eben mitgeben möchte. Mein Tipp Nummer 1 ist, dass man überhaupt das Bewusstsein darüber entwickelt, dass so eine Beziehung während einer Transition eine Herausforderung sein kann für einen selber, für beide Personen und für die Beziehung an sich. Dass man sich darüber im Klaren ist und dass beide Parteien sich darüber im Klaren sind. Sich darüber erstmal Gedanken zu machen und ein Bewusstsein dafür entwickeln, ist mein Tipp Nummer 1, weil das muss erstmal da sein, um auch andere Sachen dann umsetzen zu können. Mein Tipp Nummer 2 ist ein Tipp, den man in jeder Beziehung auf jeden Fall beachten sollte. Das ist ein ganz großer Schlüssel zu vielem und zwar zu einer funktionierenden Beziehung und das ist Kommunikation. Und Kommunikation ist in jeder Beziehung total wichtig und ein wesentlicher Bestandteil. Ohne funktioniert eine gesunde Beziehung nicht. Aber hier ist auch wichtig, dass man seine Gefühle, Bedürfnisse
offen kommuniziert und jetzt eben nicht nur so Gefühle, Bedürfnisse, die man halt so hat, sondern jetzt auch bezogen auf diese Transition. Und das meine ich auch für beide Parteien, ne? Also, dass man kommuniziert und sagt, was brauche ich von dir oder was wünsche ich mir von dir oder was stört mich gerade, dass man das einfach auch kommuniziert. Und das kann zum Beispiel etwas sein, dass man sich vielleicht mal vernachlässigt fühlt. Und ich glaube, die Person, die die Transition nicht geht, die Person könnte öfter mal diese Person sein, die sich vielleicht ein bisschen vernachlässigt fühlt, der so ein bisschen die Aufmerksamkeit fehlt. Und das ist auch gar nicht etwas, was die andere Person böse meint. Aber ich glaube, diese Voraussetzungen, die gerade bestehen, die verleiten einen so ein bisschen dahin, dass vielleicht mal so die Aufmerksamkeit bei der Person, die die Transition macht, ein bisschen größer ist als bei der anderen Person, weil da einfach gerade vielleicht was total Wichtiges ansteht. Ne? Man steht gerade vor der ersten Testosteronspritze, man hat total viele Gedanken, Gefühle, man spricht ganz viel darüber und es dreht sich ganz viel darüber, oder eine Operation ist ein ganz großes Thema, gerade in der Beziehung, man spricht ganz viel darüber und begleitet die Person, und da kann es manchmal sein, dass einfach die Aufmerksamkeit für die andere Person so ein bisschen weniger ist. Und wenn das der Fall ist, dann das offen kommunizieren, weil es kann auch einfach sein, dass dein Beziehungspartner, Partnerin, dass der Person das gar nicht so auffällt, weil sie ist einfach gerade total mit sich selbst beschäftigt und mit ihrem Weg und merkt es vielleicht gar nicht. Und deshalb ist Kommunikation total essentiell. Offen miteinander reden, und dann vermeidet man eigentlich die meisten Probleme in der Beziehung. So, dann schon zu meinem Tipp Nummer 3. Und der Tipp ist, zu lernen, seine eigenen Bedürfnisse zeitweise auch mal ein bisschen zurückzuschrauben. Dieser Punkt ist grundsätzlich im Leben wichtig, aber wenn wir jetzt über eine Transition sprechen, dann sind es genau solche Momente. Jemand hat eine Operation, ja, und die andere Person begleitet einen natürlich, also wahrscheinlich, denke ich mal. Und gerade wenn jemand eine OP hat, dann ist gerade die OP einfach super, super wichtig, weil man muss durch diese OP durch, man muss heilen und so weiter. Da kann man sich gerade tatsächlich in diesen Wochen nicht großartig auf viele andere Sachen konzentrieren. Und das ist auch super wichtig, weil man die Zeit für sich braucht, um zu heilen, um mit diesen Veränderungen klarzukommen, um alles zu verarbeiten. Und das ist auch vollkommen okay. Und in diesen paar Wochen muss die andere Person es schaffen, so ein bisschen ihre Bedürfnisse zurückzuschrauben, weil man gerade in diesen paar Wochen vielleicht nicht von der Person so viel verlangen kann, was ja auch logisch ist, wenn man da gerade im Krankenhaus liegt, ne, mit Schmerzen, kann vielleicht gerade auch nicht großartig viel rumlaufen und ist vielleicht auch viel am Schlafen und so, ne, dann kann man natürlich von der Person gerade nicht so viel erwarten, wenn man zu Hause und gesund ist. Und das ist einfach super wichtig, dass man da lernt, auch mal ein bisschen zurückzuschrauben für diese Zeit, ne? Also nicht die ganze Zeit, sondern gerade wenn es eine OP ist, ne? Keine Ahnung, vielleicht für diese 2 Wochen. Und für die andere Person da sein und da seine Priorität zu setzen. Und ich glaube, das kann gar nicht so einfach sein. Und ich habe auch diese Erfahrung gemacht. Ich hatte öfter mal, wenn ich eine OP hatte, das waren ja Jahre, war ich mit jemandem in einer Beziehung, und ganz oft war meine Partnerin einfach voll für mich da. Und ich war da immer auch sehr erstaunt davon, weil ich das wirklich sehr, sehr stark finde, wenn man das kann, seine eigenen Bedürfnisse für eine gewisse Zeit einmal zurückzuschrauben und nur für die Person da zu sein. Das finde ich super, super stark. Und das ist aber auch das, was dein Beziehungspartner, Partnerin gerade in diesem Moment braucht. Und das ist super wichtig. So, und dann kommt Tipp Nummer 4, und der knüpft an diesen dritten Tipp schon an, weil das hört sich natürlich krass an, ne? Man muss jetzt mal für ein paar Wochen seine eigenen Bedürfnisse zurückschrauben und so. Ist super stark, und in der Zeit ist es auch super wichtig, dass man sich dann vielleicht ein bisschen Me-Time gönnt, ja, also dass man sich ein bisschen Zeit für sich nimmt. Gerade, sagen wir mal, es ist, wie gesagt, wieder die Situation, man hat eine OP, also Partnerin, Partner hat eine OP, ist für 2 Wochen im Krankenhaus oder so, keine Ahnung, und man besucht die Person im Krankenhaus, und wenn man dann zu Hause ist, dann
gönnt euch ein bisschen Zeit für euch und schaut, dass ihr einfach eure Bedürfnisse, die ihr gerade so habt, irgendwie anders stillen könnt, ne? Dann trefft euch mit Freunden und so weiter. So achtet in der Zeit auf euch, weil das ist schon echt, finde ich, ziemlich krass, wenn man so krass seine Aufmerksamkeit in dieser Zeit auf eine Person richtet und so zurückschrauben muss. Da müsst ihr auch eure eigenen Batterien ein bisschen wieder aufladen. Und da ist natürlich auch super wichtig für Partner, Partnerin, die diese Operation gerade gemacht hat, seid euch bitte dessen bewusst, dass es super stark ist von eurem Partner, Partnerin, dass ihr Bedürfnisse gerade für diese Zeit zurückschraubt und voll für euch da ist und schaut, dass ihr das Ganze auch wieder zurückgeben könnt. Und das ist so das Wichtige, dass dieser Ausgleich wieder da ist. Und ich glaube, das ist eben das Große, was es so schwierig macht, weil es sind immer mal wieder diese großen Meilensteine mit einer OP oder sonst irgendwas, was halt so auf der Transition ansteht, wo einfach gerade die Aufmerksamkeit mehr auf der Person liegt, die die Transition macht. Und deshalb kann es sein, dass das so ein bisschen aus dem Gleichgewicht manchmal kommt. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung für beide Beziehungspartner, dass man dieses Gleichgewicht irgendwie hält und dass man, wenn das Ganze mal ein bisschen im Ungleichgewicht ist, dass man es dann wieder hinbiegt. Also das ist einfach super, super wichtig und deshalb ist auch super wichtig, der Tipp Nummer 1, sich dessen bewusst zu sein, weil wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man da auch gegensteuern und dann kann man auch wissen so, ah okay, jetzt bin ich vielleicht gerade so ausgelaugt, weil gerade diese Operation ist und ich bin so viel für meinen Partner, Partnerin da, aber hey, das wird ja auch wieder vorbei sein und dann pendelt sich das wieder so ein. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen die Tipps vermischt, aber ich glaube, das ist super wichtig, weil es alles einfach zusammenspielt auch, ja. Und dann kommen wir eigentlich schon zu meinem Tipp Nummer 5 und zwar, dass man als Person, die nicht die Transition macht, sich über diese Veränderungen auch im Klaren ist und sich darauf einstellt. Euer Partner, Partnerin wird sich optisch viel verändern. Also kommt natürlich drauf an, seit wann ihr zusammen seid, aber jetzt zum Beispiel von Anfang an, ne, von Anfang an der Transition, dann müsst ihr euch unbedingt darauf einstellen, dass sich optisch einiges verändern wird. Das ist ja überhaupt nichts Schlechtes oder so, aber nicht, dass man dann irgendwie, ja, ganz überrascht ist oder so oder einen das so ein bisschen einholt und damit vielleicht dann nicht klarkommt, dass euer Partner oder Partnerin sich so viel optisch verändert hat. Und natürlich, so eine Transition macht auch ganz viel mit einem. Man verändert sich zwar nicht irgendwie großartig charakterlich oder so, natürlich bleibt man derselbe Mensch, aber man wächst, ne? Also man wächst, das sind auch viele Jahre, man wächst auch an seinen Herausforderungen und an dem allem, was man da auch durchmacht. Also man wird weiter wachsen und es werden einfach ein paar Veränderungen vor der Tür stehen und dessen sollte man sich bewusst sein und sich da auch so ein bisschen gedanklich einfach drauf einstellen. Also ich glaube, eine Beziehung während einer Transition kann herausfordernd sein, ganz wichtig kann, aber wenn man sich dem Ganzen bewusst ist und bereit ist, das anzugehen und zusammenzuarbeiten, ihr müsst unbedingt als Team arbeiten, dann kann es auf jeden Fall natürlich klappen, ganz klar. Aber ich glaube schon, dass es sehr, 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 sehr wichtig ist, weil ich glaube, gerade während der Transition kann es mal passieren, dass alles so ein bisschen ins Ungleichgewicht kommt, ne? Also gerade so was Aufmerksamkeit und Bedürfnisse angeht. Und da ist ganz, ganz wichtig eben, dass ihr kommuniziert. Und ja, ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen ein paar Tipps mitgeben konnte, dass euch das so ein bisschen was gebracht hat und dass ihr euch vielleicht auch so ein bisschen darin verstanden fühlt. Ja, ich glaube, es ist auch so ein Thema, was nicht so großartig angesprochen wird. Von dem her wollte ich mal drüber sprechen und vielleicht ergibt sich's, vielleicht habt ihr Fragen dazu, dann kann man mal ein Q&A machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert mich auch super gerne, dann verpasst ihr nichts mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.